Schau, die Engel, die müssen ihm helfen, mal ein bisschen. Vor vielen hundert Jahren habe ich Bischof Nikolaus hier auf dieser Welt gelebt. Es war eine dunkle Zeit und die Menschen waren damals sehr arm. Die Not der Menschen ging mir aber zu Herzen. Und das Herz sagte mir, lieber Bischof Nikolaus, hilf, hilf den armen Menschen und besonders den hungernden Kindern. Und ich half und ich half. Die Menschen aber haben ihren Bischof in ihren Herzen bewahrt. Sie haben ihn nicht vergessen. Am heutigen Abend denken sie ganz besonders an ihn. Darum bin ich heute wieder zu den Kindern gekommen, um sie zu loben und wenn nötig auch zu tadeln. Nun, Engel, bitte schlage mir das Buch auf, worin die Namen der Kinder stehen, sowohl ihrer bösen als auch guten Taten. Fritz! Fritz, kommst du mal zu mir heraus mit der Hand? Mama? Nikolaus. Ja? Kannst du meinen Stab halten? Fritz, hier sehe ich, du wirst am Abend nicht schlafen. Stimmt das? Und du machst die Bilderbücher kaputt. Hier sehe ich auch, dass du sehr zornig oft bist und die Mama und den Papa nicht folgen tust. Aber hier sehe ich auch ein paar gute Sachen von dir. Fritz, du räumst immer brav deine Spielsachen zusammen. Wenn ich nächstes Jahr komme, dann möchte ich ein bisschen braver vorzufinden. Aber sonst bist du ein lieber Junge und ein ganz ein braver, so wie ich es sehe. Gefällt dir mein Stab? Was sagst du denn? Sagst nichts. Gefällt dir der Stab? Fritz. Weil du im Großen und Ganzen so ein braver Junge bist, habe ich dir auch ein Geschenk mitgebracht. Fritz, wie sagst du denn? Möchtest du bei mir heraus und bleiben? Luise! Mama, geht mit. Komm mal mit. Luise, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich mach dir nichts. Ich bin ein guter alter Mann und habe Kinder sehr, sehr lieb. Aber hier sehe ich auch, dass du am Abend nicht schlafen gehst. Da sehe ich auch noch, dass du zwicken und kratzen tust. Deinem Bruder und auch anderen Kindern. Das darf man nicht machen. Man muss zu den Geschwistern nett sein und auch zu den anderen Kindern. Man darf ihnen keine Verletzungen zufügen. Denn das tut Schmerzen. Aber wenn ich dich kenne, wirst du dich ja auch bessern. Und hier sehe ich auch, dass du mir Mama und Papa folgen musst. Aber du hast ja auch gute Seiten. Du teilst gerne deine Spielsachen und Süßigkeiten. Das freut mich aber sehr.
Sehr, sehr gerne. Und nachdem du ein ja so liebes und gutes Mädchen bist, und denn das Hinten ja auch nicht groß sind, habe ich dir auch ein Bäckchen mitgebracht. Sehr schön. So. Und hier sehe ich, dass ihr auch einige Lieder singen könnt. Fritzi Luise, jetzt einmal tut sie aus. Tut's einmal tut sie aus. Singt einmal was vor. Kennt ihr ja schon so schön. Verliefen sich im Kuchenhaus. Gebessert schon. Ja. Und zum Essen bist du zu faul. Oder lass du nur das stehen, was dir nicht schmeckt. Das könnte auch sein. Ja, ja. Das könnte auch sein.
Natürlich habe ich auch dir ein Geschenk mitgebracht. Ah, das ist aber sehr schön. Verfliehst du mir nicht zu bessern? Ja, verspreche ich. Gut. Lieber Nikolaus. Ja. Danke schön. Auf dich wieder setzen. Danke schön für die guten Gaben. Oma Ingrid. Hier sehe ich, du besuchst fast täglich die Uli Oma in Heim. Das freut mich sehr. Das höre ich aber gerne. Und da sehe ich auch, dass Oma und Opa immer mit Fritz und Liuse spielen, wenn die Mama und der Papa keine Zeit haben. Das ist auch schön. Sehr, sehr brav. Ich hoffe, das wird ihr auch weiter behalten, bis die Kinder groß sind. Ja. Und auch ich habe dir ein Bettchen mitgebracht. Oh, danke. Danke. Danke, Regina. Kommen Sie heraus? Ja. Na, von Nicolo Braumacher auf. Hier sehe ich, na, das hätte ich mir ja wohl denken können, ist beim Vorgehen immer die Letzte, die nach Hause kommt. Ich dachte, aus diesem Alter wärst du schon heraus. Falsch gedacht. Und das, dann steht sie erst nächsten Tag, erst zum Mittag auf. Wahrscheinlich kommt sie auch zu spät zum Essen, so mit der Opa. Oder hat sie keinen Hunger mehr? Ja, aber trotzdem hat sie auch ihre guten Seiten. Sie passt oft auf Fritz und Luise auf. Das sieht der Nicolo auch öfters. Auch dir habe ich ein Päckchen mitgebracht. Danke, lieber Nicolo. Es hat mich sehr gefreut, dass ich diese christliche Familie besuchen konnte. Nun aber muss ich wieder weiter, denn auf mich warten viele Kinder. Nächstes Jahr komme ich wieder in dieselbe Zeit und hoffe euch noch braver vorzufinden. Gehst du noch einmal den Staat halten? Möge christlicher Geist in diesem Hause wohnen, den Kindern und Erwachsenen wünsche ich Gesundheit, Zufriedenheit und Ende. Gottes Segen bleibe über euch. Engel Gottes und seine Heiligen mögen euch beschützen. Okay. Kommst du auch zu mir hier? Darf ich dir ein Kreuz auf die Stirn legen? Schau, Fritzi. Danke schön. Auf Wiedersehen.